Im Juli diesen Jahres hat der Phantasialand-Erlebnispark Straßwaldchen eine neue, außergewöhnliche Achterbahn eröffnet. Wie für den österreichischen Park typisch, ist die Art der Attraktion sowie die Thematisierung etwas ganz Besonderes. Fridolins verrückter Zauberexpress ist unsere neue Achterbahn hier im Phantasiana. Es ist die erste Achterbahn mit Launch, also mit Abschuss unseres Wissens, ab 90 cm fahrbar und vom TÜV Nord zu freigegeben und mit Art Engineering entwickelt. Wir wollten eine Attraktion finden, die was mit unserem Maskottchen zu tun hat, mit Fridolin. Und so hat sich das dann Stück für Stück entwickelt. Wir sind auf die Idee gekommen, das Ganze in ein magisches Thema, in ein zauberhaftes Thema einzubetten. Und ja, hier stehen wir jetzt. Wir haben einfach ein starkes Besucherwachstum in den letzten Jahren verzeichnen können. Dadurch haben wir gewusst, wir müssen mit der Infrastruktur nachziehen. Durch das haben wir neue Toilettenanlagen, ein neues Restaurant, den dampfenden Kessel gebaut. Hinter uns ist noch ein Spielhaus mit Röhrenrutsche. Und noch dazu haben wir da dann einen Shop zur Achterbahn dazu gebaut, einfach um das ganze Gesamterlebnis ein bisschen abzurunden. Hauptaugenmerk der neuen Themenwelt ist natürlich ganz klar der verrückte Zauberexpress. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, einen Multi-Launch-Coaster für die kleinsten Besucher zu bauen? Wir waren 2019 in Orlando, haben Hagrid's das erste Mal gesehen, sind das erste Mal gefahren und da ist dann die Idee gekommen, okay, sowas brauchen wir auch. Ursprünglich war geplant mit Lift Hill und einem Abschuss. Nach diesem Trip nach Orlando haben wir dann gesagt, okay, wir brauchen Multi-Launch-Coaster, wir machen sowas wie Hagrid, nur halt runterskaliert auf unsere Größe, was bei uns passt. Wir haben mit einigen Herstellern gesprochen, es waren einige andere deutsche Hersteller auch im Gespräch, aber Art Engineering hat uns dann die 90 cm für die Achterbahn garantieren können mit Abschuss und das war eigentlich dann das Ausschlaggebende. Es waren irrsinnig viele Firmen beteiligt, die auch ganz große Namen in der Branche haben, zum Beispiel Universal Rocks, haben uns die Felsen gemacht, einen Teil von den Felsen haben wir dann sogar selbst gemacht. Natürlich eben Art Engineering, Mark hat die Schienen gebogen, Actemium hat die Steuerung gebaut, sind natürlich dann alle von Art beauftragt worden. CAF kennt man auch mittlerweile in der Branche, die waren für das Spielhaus zuständig. Wahrscheinlich noch irgendjemanden, den ich jetzt vergessen habe, aber es waren einfach so viele. Aber trotzdem sind wir irrsinnig stolz drauf, dass wir ganz, ganz viel, vor allem die Häuser und das ganze Theming, alles wirklich in Eigenregie selbst gemacht haben. Ja, es gibt einige Effekte, die bereits drinnen sind, es gibt einige Effekte, die noch kommen, da sind wir jetzt noch in der Programmierung. Das zieht echt einen riesen Rattenschwanz hinter sich her. Wir haben mitfahrenden Sound, der noch kommen wird, wir haben Licht, das mitfahren wird, das wird auch noch kommen, das ist noch in der Entwicklungsphase, läuft aber schon ganz gut. Und sonst haben wir, ja, wir haben Nebel auf der Strecke, wir haben ganz was Neues, das Mapping im Bahnhof, das glaube ich gibt so, also ich weiß nicht, bei einer Achterbahn, dass es das in der Form schon gibt, wo wir irrsinnig stolz drauf sind, das haben wir mit IMAScore gemeinsam entwickelt, die habe ich noch vergessen. Die haben natürlich den Sound gemacht und IMA Media dann einen Teil von den, vom Mapping bzw. von den Grafiken. Ja, genau. Und das sind so Special Effects, die man, glaube ich, nur bei uns finden wird. Die Bahn und der Themenbereich sind gerade für solch einen kleinen Park einfach fantastisch und mehr als gelungen. Das sagen nicht nur die Experten. Wir haben extrem gutes Feedback. Die Kleinen freuen sich irrsinnig, dass sie endlich größtenteils die erste Achterbahn fahren können. Weil der Wild Train, der da drüben gerade fährt, ist natürlich erst ab 1,20 Meter, ist ein bisschen wilder. Aber trotzdem kann man dann sagen, schaut da drüben, da ist ein Coaster für euch und auf dem könnt ihr jetzt schon mit 90 cm und 3 Jahren Spaß haben. Hut ab vor dem Team des Phantasialand Erlebnispark Straßwaldchen. Das magische Dorf und Fridolins verrückter Zauberexpress sind die perfekte Ergänzung für den Park und erweitern sehr gut das Angebot für die Gäste. Natürlich, man darf hier nicht das Nonplusultra-Thematisierungsmonster erwarten, aber für die Mittel, die zur Verfügung stehen, hat der Park alles rausgeholt, was ging. Und das ist auch gut so. Wir freuen uns auf die nächsten spannenden Projekte.